Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit euch über Sounds und Musik reden. Wir werden uns dieser Szene widmen und diese Szene ein bisschen aufpeppen, indem wir einen Soundeffekt platzieren und ein bisschen Musik anspielen. Legen wir direkt los. Wenn wir über Sounds und Musik reden, muss ich euch erstmal eine sehr wichtige Stelle für euch als Spieler und als Spielleiter zeigen. Und zwar, hier oben rechts findet ihr ein Soundmenü, das sind die Audio-Wiedergabelisten und dort die globalen Lautstärke-Einstellungen. Die globalen Lautstärke-Einstellungen sind wichtig für euch, für jeden Einzelnen eurer Gruppe zu setzen, denn sie bestimmen, wie laut der Sound bei euch ankommt bzw. wiedergegeben wird. Das heißt, wenn euer Spielleiter in einem Kampf eine Kampfmusik startet und auf einmal ist die so laut, dass ihr nicht mehr eure Mitspieler oder so versteht, geht ihr in die globalen Lautstärke-Einstellungen und verändert hier die Regler bei Wiedergabelisten, Umgebungsgeräusche oder der Benutzeroberfläche. Wiedergabelisten sind eigentlich alle Sounds, die hier aus diesen Playlists kommen. Das wird im Laufe des Videos dann auch nochmal ein bisschen klarer, was ist. Die Umgebungsgeräusche sind die Sachen, die auf der Szene platziert wurden. Und die Benutzeroberfläche zeige ich euch jetzt direkt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen Würfel würfelt oder zum Beispiel beim DSA-System gibt es auf dem Charaktersheet Sachen, die die Sounds auslösen. Das sind die Benutzeroberflächengeräusche, die ihr hier einstellt. Das ist eigentlich der einzige Regler, den ich fast nie anfasse. Die beiden darüber sind allerdings relativ wichtig. Ich lasse sie jetzt mal so, wie sie sind und wir widmen uns der Szene. Eine Möglichkeit, eine Szene aufzuwerten, sind wirkliche Soundeffekte auf der Szene selbst zu platzieren. Das bedeutet, wir haben hier links das Umgebungsgeräusch-Panel und es ist automatisch dieses hier Umgebungsgeräusch platzieren aktiv. Wenn wir dann links klicken und halten und ziehen, seht ihr wie bei Lichteffekten, dass hier so ein kreisförmiger Schablone entsteht, die ihr größer ziehen und kleiner ziehen könnt. Das ist nachher der Bereich, in dem die Token, die markierten Token, die diese Zone betreten und die Spieler den Soundeffekt hören. Ich werde jetzt einmal loslassen, dann kommt ihr in das Umgebungsgeräusch erstellen Menü. Hier könnt ihr wichtige Sachen einstellen. Zum einen die Geräuschart, lokales oder globales Geräusch. Lokal bedeutet, es wird von Wänden begrenzt. Global bedeutet, es ist überall hörbar. Ich nehme jetzt mal ein globales Geräusch. Ich werde gleich eine Eule hier einstellen. Dann habt ihr darunter den Dateipfad, den ihr auswählen müsst. Im Moment ist hier nichts angegeben, das heißt, das Geräusch ist leer. Dann sucht ihr euch in eurem User Data Path den passenden Sound raus. Ich habe hier meine Eule rausgesucht. Und den Effektradius. Das heißt, ihr habt jetzt per Drag and Drop oder per Klicken und Halten habt ihr diesen Radius gezogen. Den könnt ihr hier nochmal genauer bestimmen. Ich möchte jetzt 5 Raster, also 5 Felder weit, diesen Sound hören können. Ihr könnt sagen, die Lautstärke wird angepasst, dann wird er nicht so laut abgespielt, wie er hinterlegt ist, sondern wird nochmal leiser gemacht, hier um die Hälfte, 0,5. Kleiner Tipp, macht es auch in der Regel auf der Karte so, dass ihr die alle gleich laut platziert. Wenn ihr jetzt einen habt, der klingt deutlich lauter als andere, könnt ihr ihn noch ein bisschen runterregeln. Wichtig ist aber nachher, dass eure Spieler sich darauf verlassen können, wenn sie die Umgebungsgeräusche auf ein gewisses Maß eingestellt haben, dass nicht irgendwo ein Sound um die Ecke kommt, der nochmal deutlich lauter ist als die anderen. Also deshalb würde ich mich hier an den Standard halten und da schauen, wenn ihr Soundeffekte habt, die wirklich viel zu leise oder viel zu laut sind, dann nachzusteuern. Ansonsten lasst es so. Dann gibt es noch eine Möglichkeit der Dunkelheitsaktivierung, wie bei Lichtern, sodass ihr zum Beispiel bei der Eule, könnte ich sagen, erst ab 0,8 von der Szenendunkelheit her, sodass wenn ihr mit einem Modul spielt, was die Dunkelheit anhand der Uhrzeit anpasst, auch wirklich die Eule nur nachts zu hören ist. Ich lasse das jetzt mal weg, aber das nur so als kleiner Tipp. Und dann gehe ich auf Umgebungsgeräusch erstellen. Jetzt seht ihr, der ist hier platziert. Ich sehe ihn auch nur, wenn ich hier im Musikmenü bin. Und kann ihn per Drag and Drop, könnte ich ihn noch verschieben, verziehen. Das will ich jetzt gar nicht, sondern ich möchte ihn mir anhören. Dafür müsst ihr als Spielleiter einen Token markieren. In der Regel, wenn ihr Spieler seid, habt ihr ja immer euren Charakter oder zumindest einen Begleiter markiert. Ich markiere jetzt hier den Token und nähere mich dem Soundeffekt. Sobald ich in den Radius komme, der hier ungefähr liegen müsste in diesem Feld, hört ihr schon, dass im Hintergrund leise dieser Sound abgespielt wird. Je näher ihr kommt,
umso lauter wird dieses Geräusch. Zum Beispiel könnte man auch hier ein Blätterrascheln verstecken oder so, dass wenn die Spieler das hören, dass sie dann sich dem nähern und ja, dann über eine Probe noch etwas ausgelöst wird. Oder aber ihr habt ein Kaminfeuer. Wenn ihr euch näher dem Kamin nähert, dann habt ihr die Lichtquelle, ihr habt den Soundeffekt von einem knisternden Feuer. Ihr habt einen Stall in einem Gebäude, wo ihr die Stallgeräusche schon mal durch die Wände leicht hören lasst, sodass man erkennen kann, oh, da könnte ein Stall hinter sein. Also ganz viele Möglichkeiten, um die Szene hier ein bisschen aufzuwerten. Eule ist jetzt hier semi-optimal. Ich habe aber für diese Szene jetzt primär das gefunden, weil natürlich die Eule jetzt unbegrenzt lange, solange nämlich wird dieses Musikstück wiederholt, solange der Charakter hier drin steht, wiederholt wird. Irgendwann hat man sich daran bestimmt satt gehört, deshalb kein gutes Beispiel. Trotzdem finde ich eine ganz coole Möglichkeit, um noch ein bisschen einen kleinen Effekt auf diese Szene zu legen. Diese hier, die hiermit platziert sind, immer in einem Radius begrenzt. Man könnte jetzt beigehen und zum Beispiel für Wald ein Ambiente-Geräusch, ein Ambiente-Sound für Wald suchen, ganz viele mit Wald hier platzieren. Kann ich dann empfehlen, wenn ihr die Szene gegebenenfalls mal mit anderen teilen wollt. Wobei sie auch dann diese Datei in dem Pfad haben müssen. Also es reicht nicht, die Szene einfach zu übertragen. Da ist nur der Link, also der Verweis auf dieses Soundfile hinterlegt. Sie müssen auch ja, die Soundfile selber besitzen. Da lohnt es sich dann, Sounds aus den Game Audio Bundles zu nutzen. Ich zeige euch die einmal ganz kurz. Das sind diese hier, Game Audio Bundles, die liefern etliche Soundeffekte. Das bedeutet, ihr platziert vom Game Audio Bundle einen Soundfile hier drauf und müsst eurem Mitspieler oder Mitspielleiter sagen, hey, wenn du die Szene verwenden willst, aktiviere Game Audio Bundle 1 bis 4 und dann werden automatisch diese Effekte, die auf der Map liegen, auch mit aktiviert. Die DSA-Abenteuer nutzen das genauso. Wenn ihr eigene Ordner verwendet, müsst ihr halt gucken, dürft ihr die Audio-Files teilen und so weiter. Wir sind die Lizenzen, deshalb da ein bisschen vorsichtig sein. Dafür lohnt es sich dann aber wirklich nur Umgebungsgeräusch des Waldes hier komplett auf der Karte zu platzieren. Da muss man allerdings aufpassen, weil ihr müsst dran denken, je näher er dran steht, umso lauter ist das. Und wenn ihr hier eine große Lücke zwischen habt, werden die Waldgeräusche mal kurz leiser und lauter. Das kann zu Irritierungen führen. Deshalb zeige ich euch gleich einen anderen Weg, eine komplette Szene mit einem Umgebungsgeräusch auszustatten. Kleiner Tipp noch, wenn ihr jetzt nicht jedes Mal beim Bauen gucken wollt, ja, passt das mit der Audio-File, gefällt mir die ganz gut oder nicht, habt ihr hier oben links die Möglichkeit, dieses hier zu aktivieren, dieses Kopfhörersymbol, Umgebungsgeräusche vorhören. Dann ist es so, wenn ihr auf einer Szene mit der Maus herumfahrt und ihr nähert euch einem Radius, in dem ein Umgebungsgeräusch abgelegt ist, wird es automatisch abgespielt, ohne einen Ton zu markieren. Eure Spieler müssen natürlich weiterhin hier reinlaufen in diesem Bereich. Ihr selber könnt dann aber schon mal vorhören, wie hört sich diese Szene an. Ihr könnt auch Soundfiles einfach deaktivieren mit einem Rechtsklick. Das ist das Manuelle. Das geht bei Lichtern ja auch. Und wieder aktivieren mit einem Rechtsklick. Über die Mülltonne löscht ihr alle Soundfiles, alle Sounds, die ihr auf einer Szene platziert habt. Wenn ihr einzelne löschen wollt, macht ihr es auch über Lichtern. Ihr fahrt darüber und drückt die Entfernen-Taste. So einfach geht das. Ich zähle jetzt nochmal ganz kurz unsere Eule hier rein. Okay, damit hätten wir schon mal Umgebungsgeräusche platziert für einzelne Events, also einzelne Objekte, wie zum Beispiel eine Feuerstelle, ein plätscherndes Wasser von einem Fluss oder so, wenn man sich dem nähert. Wenn hier ein Fluss wäre, würde ich hier ein Umgebungsgeräusch für einen Fluss platzieren. Jetzt seht ihr aber, zum einen wollen wir ein bisschen Ambiente für den Wald hier schaffen und ich habe diese Szene extra auf Regnen gestellt. Und dafür eignen sich andere Soundeinstellungen deutlich besser als diese hier. Ihr habt hier die Playlists ja schon gesehen mit den Lautstärkeeinstellungen. Die Umgebungsgeräusche waren übrigens jetzt das, was ihr hier auf der Szene platziert habt, was wir gerade gezeigt haben. Also damit stellt ihr für euch selber nochmal die Lautstärke eurer Umgebungsgeräusche ein. Hier drunter findet ihr den Bereich der Wiedergabelisten. Das ist diese Lautstärkeeinstellung übrigens. Wenn euch das hier zu laut ist, was hier spielt, also gleich das, was wir einrichten, und ihr als Spieler merkt, ich höre meine Mitspieler nicht oder als Spielleiter, könnt ihr das hierüber leiser regeln. Das gilt nur für euch, diese Einstellung. So, wir wollen eine Wiedergabeliste anlegen, nennen wir jetzt mal Wald. So, wenn wir das machen, haben wir hier die Möglichkeit, schon mal den Abspielmodus auszuwählen. Es lässt sich im Nachhinein auch noch komplett ändern. Ich erkläre sie aber einmal der Reihe nach. Sequentielle Wiedergabe bedeutet, wenn ein Musikstück da drin sich nicht wiederholt, dann wird nach diesem Musikstück das nächste abgespielt, bis diese Wiedergabeliste zu Ende ist. Dann gibt es die Möglichkeit Zufallswiedergabe. Dann werden verschiedene Musikstücke nacheinander gespielt in unsortierter Reihenfolge.
Gleichzeitige Wiedergabe bedeutet, alle Musikstücke, die da drin platziert wurden, werden gleichzeitig abgespielt. Das kann für ein Umgebungsgeräusch wie Wald, also ein Ambiente, total sinnvoll sein. Das werden wir auch gleich machen. Wir wollen ja dem Wald Regen- und Waldumgebung hinzufügen. Und eine Überblendungszeit. Das bedeutet, wenn das eine ins andere übergeht, also wenn ihr nacheinander abspielt oder zufällig, dann gibt es ja eine Überlagerungszeit dieser beiden Musikstücke. Ihr könnt noch eine Beschreibung hinzufügen, das lasse ich jetzt einmal. Und hier drunter will ich euch einmal ganz kurz den Massenimport zeigen. Den brauchen wir eigentlich nicht für das, was wir vorhaben. Trotzdem zeige ich ihn euch, weil ich finde den super. Den gibt es auch noch nicht so lange. Ihr habt die Möglichkeit hier über Ambiente. Ja, das ist meins, Entschuldigung. Also Audio, Ambiente habe ich mir so ein bisschen Ambiente reingelegt, je nachdem, was für eine Umgebung wir haben. Da habe ich zum Beispiel Wald. Und ich kann jetzt sagen, durch den Massenimport sagen, wähle Verzeichnis. Also ich wähle keine Datei, sondern ein Verzeichnis. Und der zieht mir das ganze Verzeichnis hier rein. Das ist ziemlich cool, wenn ich jetzt zum Beispiel, Wiedergabeliste aktualisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel was zum Kampf habe und beim Kampf möchte ich spontan entscheiden, dann sage ich manuelle Wiedergabe. Ich gehe hoch zur Musik, Kampf, da habe ich jetzt nur eins drin. Könnte aber dann alle Musikstücke, die ich in Kampf abgelegt habe, hier ablegen und dann einfach spontan mich für irgendeins entscheiden. Für den Wald selber ist das jetzt nicht so förderlich. Ich lege jetzt nochmal eine Wiedergabeliste an und ich nenne sie mal Waldfahrt. Das mache ich sehr gerne, um nachher, wenn ich Wiedergabelisten habe, die nur für diese Szene sind, auch wirklich finden zu können. Das heißt Waldfahrt, Waldfahrt. Wiedergabeliste erstellen. Ich mache keinen Massenimport, möchte eine gleichzeitige Wiedergabe und aktualisieren. So, jetzt habe ich den Waldpfad hier angelegt und jetzt kann ich sagen, hier über dieses Plus Geräusche erstellen. Hier hinter habe ich nochmal einen Schalter gleichzeitige Wiedergabe, also das ist das, was wir gerade in den Einstellungen hatten. Ich persönlich mache das immer über Rechtsklick Wiedergabeliste bearbeiten. Ich treffe sehr häufig diesen kleinen Button nicht, aber das ist dasselbe wie hier der Abspielmodus. Und hier spiele ich die Wiedergabeliste mit ab. Wir wollen jetzt aber Stücke hinzufügen. Ihr könnt dem vorab einen Namen geben. Ich mache es meistens so, dass ich erst die Audioquelle raussuche. Sage Umgebung, Wald. Ich nehme jetzt hier mal Wald dunkel. Wähle Datei. Ihr seht, dann wird automatisch vom Dateinamen aus hier nochmal der Name gewählt. Ich könnte das jetzt ändern, lasse es aber so. Dann habt ihr Lautstärke-Einstellungen, wo ihr sagt, das Stück soll in der Lautstärke abgespielt werden. Auch da der Tipp nochmal, möglichst gleichbleibend, damit die globalen Lautstärke-Einstellungen eurer Spieler weitergreifen. Dieses hier möchte ich wiederholen, das soll sich immer wiederholen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich auf dieser Szene bleibe und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie lang dieses Musikstück ist, was ich da drin habe. Ich kann eine Überblendungszeit wählen für diesen Titel, das braucht, macht aber auch keinen Sinn. Ja, wobei, wenn das Waldstück, wenn sich das so hart am Ende schneidet, dass ich dann einen Übergang zwischen brauche, dann sollte ich das vielleicht einstellen. Hier brauche ich es nicht. Und nochmal eine Beschreibung. Jetzt habe ich Wald dunkel hinzugefügt und jetzt möchte ich noch den Regeneffekt hinzufügen. Auch da gehe ich wieder in meine, in meinen User Data Path, habe hier Wetter starker Regen, den kann ich erstmal nehmen. Sage auch hier wiederholen und aktualisieren. Jetzt habe ich beide auf Wiederholen und ich habe gleichzeitige Wiedergabe. Jetzt teste ich erstmal, wie hört sich das an, wenn ich das abspiele. Der Regen ist recht dominant, deshalb regle ich ihn hier mal ein bisschen runter. Und schaue, dass ich jetzt eine Balance hinbekomme zwischen dem Wald, dass ich ein bisschen was vom Wald höre. Nicht zu laut machen. Ja, so ist es ganz gut. Dasselbe mache ich jetzt noch einmal hier. Da hat er es übernommen. Titel bearbeiten. Hier hat er es auch übernommen. Das passt sehr gut. Das heißt, wenn ich die abspiele, habe ich die beiden Lautstärken automatisch voreingestellt. Das gefällt mir ganz gut. Das bedeutet, wechsle ich jetzt die Szene, gehe auf Waldfahrt, kann ich sagen, okay, jetzt kann ich hier zum Waldfahrt diese beiden Soundfiles aktivieren. Sie werden abgespielt und wiederholt und ich habe ein sehr schönes Ambiente für diese Szene geschaffen. Was hier ein bisschen unglücklich ist, ist, dass ihr erst die Szene wechselt, die Spieler sind schon auf der Szene. Wenn ihr die Pause, so wie ich sie jetzt hier habe, nicht aktiviert habt, laufen sie vielleicht schon rum und ihr müsst euch noch um das Sound kümmern. Deshalb gibt es noch eine Möglichkeit, das automatisch zu tun. Also diese Playlist zu aktivieren, wenn ich die Szene aktiviere. Ich stoppe jetzt hier mal ganz kurz die Wiedergabe. Gehe nochmal
zurück oder gehe in meine Szenenkonfiguration und habe ganz unten in der Szenenkonfiguration zwei Einstellungsmöglichkeiten, die Audio-Wiedergabeliste und den Wiedergabelistentitel. Der Wiedergabelistentitel ist neu, da habe ich die Möglichkeit, aus der Wiedergabeliste, die ich hier angelegt habe, nochmal einzelne Titel zu wählen. Das kann ich leer lassen, so wie ich es jetzt auch möchte, weil ich möchte ja Waldfahrt, dass beides gleichzeitig abgespielt wird. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, das ist eine Battlemap, wo es rein um die ich rein zeige, wenn der Kampf startet und ich möchte direkt mit Kampfmusik starten, dann habe ich hier meine Kampfmusik und kann dann vorab schon mal eine von denen wählen. Da brauche ich nicht die ganze abspielen, weil im Kampf wiederhole ich in der Regel die, das Lied. Ich wähle jetzt hier Waldfahrt und sage Änderungen speichern. Wenn ich jetzt diese Szene für alle aktiviere, dann fängt er an, wie ihr seht, direkt hier die beiden Audiotitel abzuspielen. Das heißt, ich brauche mich gar nicht mehr darum kümmern. Ich kann in meiner kompletten Vorbereitung sagen, hier mein Waldfahrt hat diese beiden Audio-Files und sie werden automatisch abgespielt, sobald ich in dieser Szene bin. Ich regle jetzt mal ganz kurz die Umgebungsgeräusche ein bisschen runter, damit ihr dafür nicht komplett zugeballert werdet. Gleichzeitig habe ich dann mein Umgebungsgeräusch platziert, sodass, wenn ich hier drauf bin, ich nochmal zusätzlich mein Umgebungsgeräusch höre. Also sehr stimmig, wie ich finde. Und das erzeugt nochmal ein ganz anderes Gefühl für diese Szene, wenn ich so mit solchen Ambiente-Sounds arbeite. Musik selber bin ich grundsätzlich kein Fan von, es überall zu verwenden. Ich habe es bisher nur in Kampfszenen verwendet. Action-Szenen kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, da ihr auch online kommuniziert und redet, müsst ihr halt immer aufpassen, dass das nicht komplett eure Kommunikation zerstört. Und bei einer Stunde Kampf kann es auch echt anstrengend sein, die ganze Zeit ein Musikstück zu hören oder jetzt hier diese Eule im Hintergrund. Weshalb ich dann empfehlen würde, für jeden Einzelnen, der das stört in eurer Runde, regelt es zur Not ganz runter, dann ist es für euch aus und ihr habt diese Geräusche nicht mehr. Ich habe es meistens dann, wenn es ein bisschen länger dauert, ein bisschen niedriger geregelt, aber es erzeugt halt einfach nochmal eine schöne Immersion. Okay. Diese drei Möglichkeiten haben wir. Wir können es auf der Szene platzieren, wir können Playlists anlegen oder aber wir können direkt in der Szenenkonfiguration sagen, sobald du diese Szene lädst, spiele diese Musikstücke ab. Ganz kleine Warnung vorab, alle diese Audiodateien werden zu euren verschiedenen Spielern hochgeladen. Das bedeutet, hostet ihr lokal, also habt ihr Foundry bei euch lokal laufen, die Spieler verbinden sich zu euch, wird beim Umschalten auf eine Szene alles geladen, was dann dort bereitgestellt werden muss. Das bedeutet, diese beiden Musikstücke oder diese beiden Ambiente-Sounds, die sind nicht ganz optimal, weil im Endeffekt ist dieses hier relativ lang. Das bedeutet, die Datei dahinter ist auch nicht gerade klein. Es sind keine riesigen Dateien, aber wenn ihr euch vorstellt, dass sich vier, fünf Spieler zu euch verbinden und laden das alle erstmal herunter und dann habt ihr einen mit langsamer Internetverbindung, kann das natürlich dazu führen, dass es echt unangenehm wird. Der eine kriegt die Szene nicht geladen oder kommt erst langsamer darauf. Also es kann das ganze Spiel stören. Deshalb schaut drauf, dass ihr, wenn ihr solche ambiente Sounds habt, ihr die gegebenenfalls zusammenschneidet, kürzer macht, dass sie kleiner sind von der Dateigröße, weil ihr könnt sie ja wiederholen. Das hört kein Mensch. Wenn ihr 30 Sekunden habt und das wiederholt sich bei Regen, hört das kein Mensch. Also da wäre ich ganz entspannt. Bei Musik ist es natürlich was anderes. Genauso wie das Ambiente vom Wald. Also auch da, wenn es nicht gerade Grillenzirpen ist, was in den ersten 30 Sekunden ist und danach 5,5 Minuten Ruhe, dann würde ich nicht nur das Grillenzirpen dort reinschneiden. Das ist echt anstrengend auf Dauer, wenn es zu stark ist. Aber auch da aufpassen, schneidet euch das zusammen oder guckt, dass ihr kürzere Dateien findet. Noch eine weitere Sache. Ich stoppe jetzt mal ganz kurz die Audio-Wiedergabe. Ist bei den auf der Szene platzierten Sachen übrigens genauso, ne? Also wenn ihr dort große Dateien ablegt, wie zum Beispiel Walddunkel, hätte ich das jetzt hier 12-mal abgelegt, dann wäre das zwar nur einmal heruntergeladen worden, aber diese kompletten 6 Minuten macht für diese Umgebungsgeräusche auch keinen Sinn. Kleiner Tipp, wenn ihr so etwas machen wollt und es einsetzen wollt, dann, wenn ihr eure Spielsitzung startet und ihr startet auf eurer Landingpage mit euren Spielern und ihr seid noch ein bisschen am Quatschen und am Machen und am Tun, dann geht alle eure Szenen, auf denen ihr Audio-Files und so weiter habt, und einmal durch und sagt Szene vorladen. Ich bin mir gerade nicht sicher, das kann, wenn einer von euch das weiß, es einmal in die Kommentare schreiben, ob Szene vorladen auch als Vorbereitung gilt. Das heißt, wenn ich jetzt auf Szene vorlagen klicke, dann wird jedes Mal, wenn die Spieler hier reinladen, also das heißt, ich mache das heute und wir spielen Freitag, dann würde jedes Mal die Szene vorgeladen oder ich muss es in der Sitzung machen. Ich mache es in der Sitzung einmal, ich klicke auf Szene vorladen, damit diese Szene
komplett geladen mit allen Audio-Files. Das heißt, eure Spieler verbinden sich. Es dauert ein bisschen länger, bis sie alles im Hintergrund geladen haben. Wenn ihr aber die Szene wechselt, ist alles da. Alle Audio-Files, das Hintergrundbild, die Wände, das Licht und so weiter. Deshalb kann ich das nur empfehlen. Nehmt euch 2, 3 Szenen, von denen ihr wisst, ihr setzt sie ein und ihr wollt ganz gerne, dass die sofort laufen. Geht auf Szene vorladen und dann wird alles reingeladen. Ich gucke ganz kurz, ob ich Szene vorladen hier finde, weil wenn es hier drin wäre, dann wäre das auch außerhalb der Sitzung. Nein, ist es nicht. Also meine Vermutung ist, dass es jetzt wirklich nur innerhalb dieser einen Sitzung ist, während der Server läuft, sagt ihr Szene vorladen und dann seid ihr relativ entspannt dabei. Ja, das wäre es zum Thema Sound und Audio. Da lassen sich noch ganz viele verrückte Sachen mitmachen. Ich persönlich setze es echt gerne ein, um Hintergrundbilder mit einer gewissen Stimmung zu untermalen. Das heißt, wenn ich keine Battlemap von einem Waldpfad habe, sondern nur so eine Stimmungsszene, ein einfaches Bild von einem Wald, dann lege ich da ganz gerne wirklich noch ambiente Sounds hinter, um das Ganze auch noch ein bisschen zu verstärken, was die Immersion angeht. Habt ihr dazu Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.